Lockeres Training heute Morgen im Fritz-Walter-Stadion. Irgendwie sind alle ganz gut drauf und irgendwie wirken alle ausgeschlafen. Im Gegensatz zum gestrigen Nachmittag. Ganze 35 Sekunden dauerte es nämlich, da lag der Meisterschaftsfavorit gegen die blauen Rostocker schon hinten. Waren Sie noch nicht wach? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Kann sein, aber gut, wir haben das verpasst, die ersten Minuten, und mussten das aufholen und haben das getan. Ich sage mal, mit einem ansprechenden Spiel. Und vielleicht hätten wir mit ein bisschen Glück auch hier gewonnen. Otto Rehhagel gefasst, biss sich nach dem Rostocker Tor wohl auf die Lippen. Aber Otto wäre nicht Otto, wenn er nicht für vieles eine Lösung hätte und ein richtiges Händchen. Der FCK machte fortan Druck, besonders über die starke linke Seite. Rehhagels Entscheidung, Jürgen Riesche für Pavel Kuka stürmen zu lassen, zahlte sich aus. Riesches neunter Saisontreffer. Mitte der ersten Halbzeit zeigten die Lauterer, was sie stark macht. Ein unbändiger Siegeswille. Mit ein bisschen Glück, die 35 verschlafenen Anfangssekunden wären vergessen gewesen. Im Endeffekt hat die Mannschaft gestern wirklich Moral bewiesen, nach einem zweimaligen Rückstand jedes Mal wieder ein Spiel gefunden. Und ich denke mal, wir haben gestern auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Andreas Reinke sollte das Lachen schnell vergehen. Das sei ihm so auch noch nicht passiert. Halbzeit 2 und es dauerte diesmal ganze 41 Sekunden. Wieder weckte ein Rostocker. Diesmal Jens Dove, die Lauterer, aus ihrer Lethargie. Es kann nicht sein, dass wir solche Tore jedes Mal kriegen. Da müssen wir einfach mal an den Tisch und setzen und darüber sprechen. Weil wenn du Meister werden willst, kannst du nicht solche Tore kriegen. Weil in Rostock haben wir wirklich ein guter Fußball gespielt, Charakter gezeigt, und dann darf das einfach nicht passieren. Und dass nicht mehr passierte, dafür sorgte Andreas Reinke. Gerade nach der Rostocker Führung vereitelte er mehrere hochkarätige Chancen mit tollen Reflexen. Aber ein Rostocker Sieg wäre in diesem hochklassigen Spiel nicht verdient gewesen. Glücklich zwar, weil durch ein Eigentor, aber absolut gerecht der Ausgleich. Martin Wagner mit einem seiner gefährlichen Freistöße und Rostocks Ganzauge der Unglücksrabe. Ein 2:2 im Ostseestadion, das reichte dem Pfälzern. Der von den Münchnern prophezeite FCK-Absturz fand nicht statt. Bayern patzt in Bielefeld und Lautern bleibt oben nach dem Klassenspiel in Rostock. Das war ein Tanz auf der Rasierklinge für uns, aber ich denke, wir haben diese Prüfung heute bestanden und es ist alles so geblieben, wie es vor dem Spiel war, oben. Und die Leute und auch die Medien können sich freuen, dass es noch ein bisschen Spannung auch an der Spitze gibt. Spannend bleibt sicherlich bis zum 34. Spieltag. Wer dann letztlich am besten lacht, das Glück wird dabei auch eine Rolle spielen.